Juni 2016, also nur innerhalb eines Jahres, sterben 7 Frühchen. Eine Horrorvorstellung für alle Eltern. Der Mutter fällt sofort die Krankenschwester neben ihrem Kind auf. Die Klinikleitung verdächtigt Lucy und lässt sie nicht mehr arbeiten. Stellt euch vor, ihr seid im Krankenhaus, wo ihr denkt, euch wird geholfen, aber dem ist nicht so. Denn dort ist jemand, der euch schaden will. Wie schön ist das, wenn eine Mutter schwanger wird, freut sich unnormal darauf, hat schon ihre Wohnung, ihr Zimmer da vorbereitet, die ganzen Klamotten, der Vater in voller Freude und all diese Sachen. Und dann ist jemand im Krankenhaus, der euch die Freude nehmen will, indem er euer Baby töten möchte. Was wäre das für ein Gefühl? Ich wünsche dies niemandem, aber es ist ein sehr tragischer Fall. Denn es ist leider passiert. Eine Krankenschwester hat 7 neugeborene Babys getötet und sie hat es geliebt. Und sie hatte Leidenschaft daran. Bereut hat sie gar nichts. Sie hat es sogar in ihrem Tagebuch eingetragen, hat sich jedes Mal gefreut darüber, wenn sie ein Baby getötet hat. Es ist wirklich sehr traurig, was da alles passiert. Aber das ist nun leider die bittere Realität. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über den tragischen Fall. Ihr Name ist Lucy Letby. Hier das Foto. Auf dem ersten Blick scheint es zu sein, dass man halt denkt, das ist halt eine Krankenschwester, die natürlich helfen würde. Die sieht sympathisch aus, also man hat jetzt wirklich keine Bedenken. Da muss ich euch leider enttäuschen, denn genau diese Krankenschwester hat 7 neugeborene Babys das Leben genommen. Ja, ihr habt leider richtig gehört. Entweder hat sie irgendwas gespritzt oder sie hat andere Substanzen halt dann irgendwie genommen, um die geborenen Babys dann halt zu töten. Und ich finde das einfach immer nur erschreckend, ja. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, eine schwangere Frau geht dorthin in dem Vertrauen, dass ihr geholfen wird. Sie freut sich unnormal auf dieses Baby. Das ist einfach unfassbar traurig. Ist so teuflisch, hat Spaß daran gehabt, hat auch alles im Tagebuch eingetragen. Sie war sehr stolz auf ihre Taten, was sie dort verursacht hat. Hat aber halt natürlich dann immer halt die Traurige gespielt in dem Sinne. Und dann halt ein neugeborenes Baby gestorben ist. Ist sie halt zu der Mutter gegangen, zu dem Vater des Babys, hat halt dann immer gesagt, es tut mir so leid, auch so ein kleiner Engel und sowas ähnliches. Und das finde ich halt immer erschreckend, wenn der Menschen, so schlimme, böse Menschen, so Bestien, wie das halt da draußen manche gibt, die dann halt wirklich so 2 Gesichter haben können, die so gut spielen können und gerade in einem Krankenhaus, gerade in einem, ich sag jetzt mal, eine Krankenschwester, die für die Babys zuständig ist, egal für was man zuständig ist, in welchem Bereich. Man geht dorthin, man hat Vertrauen. 7 neugeborene Babys, die gestorben sind. Aber was ist passiert? Diese Lucy Letby hat halt immer versucht, ihre Masche war immer so. Immer wenn ihre Schicht begonnen hat, haben manche Ärzte wirklich gemerkt, so irgendwas stimmt da nicht. Denn sobald immer Lucy eingetragen worden ist für diese Nachtschicht, ist irgendwie oft immer ein Baby gestorben. Immer wenn Lucy da war, ist ein Baby gestorben. Dann beim 8. Baby, da haben die wieder gesagt, wieder Alarmbereitschaft, man hat dann wieder versucht, dieses Baby zu retten. Dann hat man sich wieder gedacht, aber da stimmt doch irgendwas nicht. Jedes Mal, wenn diese Lucy da ist, irgendwie stirbt hier ein Baby. Das Krasse ist, dass eine Mutter, sogar noch vor Ort noch war, hat halt gemerkt, als dann doch andere Ärzte dieses Baby noch gerettet haben, hat die Mutter bemerkt, wie enttäuscht diese Krankenschwester war. Von ihrer Art, von ihrer Haltung, Mimik. Man hat gemerkt, sie war wirklich sehr enttäuscht, dass das Baby überlebt hat. Normalerweise, man freut sich, versteht ihr? Sie war enttäuscht. Der Verdacht wurde halt immer größer. Es hat sich rumgesprochen. Man hat dann halt 1 und 1 zusammengezählt, hat man halt gemerkt, okay, so viele Beweise, wie hier vorliegen, das kann kein Zufall sein. Daraufhin wurde diese Krankenschwester beurlaubt. Ja, also sofort. Man ist der Sache nachgegangen, man hat alles versucht, man hat geguckt, man hat geschaut und schlussendlich, da habe ich mich auch wirklich sehr gefreut, kamen dann die ganzen Beweise zum Vorschein. Lucy Letby wurde verhaftet in ihrer Wohnung und das Gute, was man dann halt auch gefunden hat, als die Wohnung durchsucht worden ist von Lucy Letby, war ihr Tagebuch, worüber ich schon berichtet habe. In dem Tagebuch hat sie selbst eingetragen, wo sie geschrieben hat, ja, ich habe es getan, versteht ihr? Das war sehr gut, dass die Polizei dieses Tagebuch gefunden hat, denn nicht mal Reue hat sie gezeigt, hat es immer noch abgestritten und hat irgendeinen anderen Blödsinn davon sich gegeben. Ja, meine Freunde, das ist das Video gewesen. Es ist wirklich immer wieder erschreckend, was für Monster es da draußen gibt
Und gerade in einem Krankenhaus, da finde ich das echt sehr tragisch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt schöne Tage. Und ich hoffe, ihr hattet auch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch nur das Beste. Viel Gesundheit. Bis dann. Peace.